Hallo meine werte Community und willkommen zu einem neuen Video. Nachdem ich das letzte Mal das Intro nicht mehr aufnehmen konnte und das Video ohne Intro releasen musste, bin ich froh, dass ich heute mit dem Intro am Start bin. Ich habe für euch eine richtig coole Geschichte, Back to the Roots. Es hat was mit Zocken zu tun und für die Leute, die jetzt nicht unbedingt auf, ja, so verfluchte Spiele, sagen wir es mal so, stehen, für die ist das Ganze trotzdem gut, weil die Geschichte so aufgebaut ist, dass sie so zum Teil in der realen Welt als auch in der Spielewelt spielt. Und ja, ich hoffe sehr, dass es euch soweit gefällt, dass es euch gut geht. Die Kommentare werden dann, denke ich, Ende der Woche oder ab nächster Woche sein, also dass ich auf die antworte. Ansonsten bekommt ihr die Videos ganz normal. Und ja, mehr bleibt auch gar nicht zu sagen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Geschichte. Auf eine schlaflose Nacht, ihr Bösewichter. Ich war am Boden zerstört, als mein Onkel Matt starb. Meine Großeltern wurden in ihren 40ern ungewollt mit Matt schwanger und 4 Jahre später bekam meine Mutter mich. Der Altersunterschied zwischen uns war also ziemlich gering. Wir sind praktisch zusammen aufgewachsen. Er war wie mein älterer Bruder. Was mich jetzt traurig macht, ist, wie sehr wir uns auseinandergelebt haben, als er auf die Universität ging. Und dann haben wir uns noch mehr auseinandergelebt, als ich ein paar Jahre später das Gleiche tat. Wir sahen uns hin und wieder, aber jedes Mal, wenn wir miteinander sprachen, schwelgten wir irgendwie in Erinnerungen an unsere Kindheit. Wie wir ein behelfsmäßiges Baumhaus bauten, das auseinanderfiel, als wir beide drin waren. Oder wie wir das erste Mal aus Opas Schnappschrank stahlen und einen Schluck Bourbon nahmen. Oder wie wir in Schlafsäcken die Treppe hinunterrutschten und Matt mit einer gebrochenen Rippe liegen blieb. Dann, eines Tages, enthielt ich die Nachricht. Sie kam so unerwartet und war so lächerlich, dass ich sie mir nicht einmal vorstellen konnte. Matt war im Alter von 33 Jahren gestorben. Meine Mutter sagte mir, die Ursache sei ein terminales, kardiales Ereignis gewesen, aber sie wirkte angespannt und verängstigt, als sie es mir sagte. Bei der Beerdigung hörte ich, wie sie sich mit meiner Tante Carol unterhielt. Sie spekulierten darüber, wie eine gesunde Person um die 30 ohne Vorerkrankungen unerwartet an Herzversagen sterben konnte. Mama sagte, dass sie das alles für Blödsinn halte und dass die Ärzte etwas verheimlicht hätten. Sie lehnte sich zu Tante Carol und schaffte es, die Worte »Ich habe sein Gesicht gesehen« zu flüstern, bevor sie von meinem Großvater unterbrochen wurden und ich aufhörte zu lauschen. Ich erinnere mich, dass ich die Beerdigung mit einer kalten Angst in der Magengrube verließ. »Ich habe sein Gesicht gesehen«. Die Worte wiederholten sich in meinem Kopf für den Rest der Nacht. Ich träumte von Matt steifem Körper, der in einem eisigen See trieb, mit einem entsetzten Blick, der seine Züge verzerrte. Ich schwamm auf ihn zu, aber ich kam nicht weiter. Ich konnte nur zusehen, wie er immer tiefer in die dunklen Tiefen sank und schließlich von der Schwärze verschluckt wurde. Das Erbe wurde von der Familie intern geregelt, denn er hatte kein Testament hinterlassen. Matt war offensichtlich der Meinung, dass er noch keins brauchte, also mussten wir alles gerecht in der Familie aufteilen. Alle waren sich einig, dass es nur Sinn machen würde, wenn ich Matts Videospiele und Konsolen nehmen würde, da wir den größten Teil der 90er und frühen 2000er Jahre damit verbracht hatten, sie gemeinsam zu spielen. Ich willigte ein, stellte sie aber sofort in den Keller. Noch konnte ich mich ihnen nicht stellen. Sich ihnen zu stellen bedeutete zu akzeptieren, dass Matt nicht mehr da war, und das hatte ich bis jetzt irgendwie vermieden. Ein paar Monate später wurde es mir auf die seltsamste Art und Weise klar. Ich war mit ein paar Freunden in einem neuen Burgerladen. Es war so fantastisch und so lecker, und mein erster Gedanke war es, Matt zu sagen. Dann wurde mir klar, dass ich das nicht konnte, und ich habe einfach komplett dicht gemacht. Ich weinte in dem Restaurant vor all meinen Freunden. An sich bin ich nicht der Typ, der in der Öffentlichkeit weint, also wusste niemand so recht, wie er reagieren sollte. Stattdessen ließen sie mich einfach gehen. Niemand hat versucht, mich aufzuhalten, und ich bin ehrlich gesagt froh, dass sie es nicht getan haben. Die nächsten Tage verbrachte ich weg von der Arbeit, weg von meinen Freunden und ganz allgemein weg von meinem Leben. Alle boten mir ihre Hilfe an, aber ich wies sie beiläufig zurück und sagte ihnen, dass ich einfach Zeit und Raum brauche. Ich weiß nicht, warum oder wann genau ich beschloss, dass es an der Zeit war, Matt Sachen aus dem Keller zu holen, aber ich brachte alles in mein Zimmer und begann alles auszupacken.
Zuerst kamen all die neuen Sachen, von denen ich die meisten bereits besaß. Und dann wühlte ich mich langsam durch die Kisten, als würde ich eine Reise in die Vergangenheit machen. Wir liebten Horrorspiele am meisten, vor allem während der PS1-Ära. Resident Evil, Silent Hill und Clock Tower waren mit Abstand einige der gruseligsten. Ich habe sie alle ausgegraben und sie liebevoll, aber auch mit einem dicken Knoten im Magen angeschaut. Das waren nicht einfach nur alte Spiele, sondern genau die Kopien, die wir als Kinder gespielt hatten. Er hatte sie all die Jahre aufbewahrt und sie waren immer noch in einem ziemlich guten Zustand. Ich schloss die alte, verfärbte PlayStation an einen Fernseher von Matt an, den ich ebenfalls geerbt hatte und mit dem er Retro-Spiele so authentisch wie möglich gespielt hatte. Mein Plan war, den Rest des Tages damit zu verbringen, ein paar Spiele durchzuspielen, alte Spielstände zu laden und zu weinen, bis es mir besser ging. Ich öffnete den Deckel der Konsole und stellte fest, dass sich bereits eine Diskette darin befand. Sie sah aus, als würde sie auf dem Kopf stehen, mit der glänzenden, schwarzen, lesbaren Oberfläche nach oben. Ich nahm sie heraus und drehte sie um, aber sie war auf beiden Seiten gleich, eine leere Scheibe. Ich war schon gespannt, was sich darauf befand, also startete ich die Konsole, während ich versuchte, das Gehäuse zu finden, das sich unter all den anderen Dingen befand, die ich ausgepackt hatte. Das allzu vertraute Geräusch der PlayStation ertönte in meinen Ohren, als ich am Boden eines der Kartons eine leere Hülle entdeckte. Ich öffnete sie und ein Stück gefaltetes Papier flatterte auf den Boden. Es entfaltete sich und ich las die Worte, die darauf gekritzelt waren. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Aus dem Fernseher ertönte ein Ton, den ich nicht kannte. Es war ein leises, knisterndes Geräusch in seiner ganzen 16-Bit-Pracht. Ich drehte mich um und sah einen schwarzen Bildschirm mit dem Wort Start in roter Schrift in der Mitte. Es gab keinen Titel, keine Grafik, nichts. Ich zögerte, drückte dann aber auf Start. Ein weißer Ladebalken begann langsam den unteren Teil des Bildschirms zu füllen. Das Spiel wurde schließlich in der Ego-Perspektive eines Wohnzimmers geladen. Alles hatte die für ein PlayStation-Spiel der 90er Jahre übliche schrottige Ästhetik. Die Polygone schienen sich zu verziehen, wenn ich mich im Raum umsah, und die Texturen waren wackelig und niedrig aufgelöst. Dafür, dass das Spiel mindestens 20 Jahre alt war, sah es aber ziemlich gut aus. Es gab stimmungsvolle Lichteffekte und eine neblige Dunkelheit im Raum, die gut eingesetzt und atmosphärisch war. Ich drückte auf das D-Pad und sah mich im Raum um, wobei das Geräusch der Schritte der Spielfigur etwas stark Nostalgisches in mir auslöste. Der Raum, in dem ich mich befand, war spärlich dekoriert. Auf dem Couchtisch lag ein Stück Papier. Ich zielte mit dem Fadenkreuz darauf und drückte X. Wer mit Ungeheuern kämpft, sollte aufpassen, dass er nicht selbst zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund starrst, wird der Abgrund auch in dich starren. Die Worte erschienen auf dem Bildschirm in schlichter weißer Schrift, gerade lange genug, dass ich sie lesen konnte. Dann verschwanden sie abrupt und tauchten nicht wieder auf, egal wie oft ich die X-Taste drückte. Ich durchsuchte den Raum ein wenig und fand einen Schlüssel, den ich mit einer einfachen Bildschirmmeldung aufhob. Du hast den alten Schlüssel. Ich benutzte ihn an der einzigen Tür im Raum und eine Animation wurde abgespielt. Genau wie in den alten Resident Evil Spielen, wo die Spielfigur die Tür öffnete und hindurchging. Als das Spiel wieder geladen war, stand ich in einem dunklen Flur und von irgendwoher kam ein seltsames Geräusch, als würde ein Hund versuchen, einen Haarballen auszuhusten. Ich ging den Gang entlang und versuchte, alle Türen auf dem Weg zu öffnen, aber jede Tür zeigte die gleiche Meldung an. Die Tür ist verschlossen. Als ich weiterging, hörte ich eine merkwürdige Musik, die sich wie ein Wellenschlag aufbaute. Ein lauter Ton, der dann in etwas fast Statisches ausartete. Je lauter die Musik wurde, desto lauter wurde auch das seltsame Hustengeräusch. Ich erreichte eine Tür, die bereits offen war und in einen Raum führte, in dem Licht brannte. Das Licht breitete sich in den Flur aus, ein Effekt, der für so ein altes Spiel ziemlich beeindruckend war. Als ich um die Ecke bog und den Raum betrat, hörten sowohl die Musik als auch das seltsame Hustengeräusch unerwartet auf und hinterließen eine angespannte, alles durchdringende Stille. In dem Raum befand sich eine weitere Figur, ein NPC, der in vollkommener Stille stand. Er war Low-Polygon und hatte nur einfache Texturen, aber ich erkannte ihn trotzdem. Er sah fast genauso aus wie Matt, in seinem typischen grauen Kapuzenpulli und den schwarzen Jeans.
Ich näherte mich der Figur und drückte X. Du hättest nicht kommen sollen. Die Worte erschienen auf dem Bildschirm und meine Augen hatten kaum Zeit gehabt, sie zu registrieren, bevor sie flackerten und sich veränderten. Du hättest kommen sollen. Ich spürte, wie ein Unbehagen meine Wirbelsäule hinaufkroch. Ich drückte erneut auf X und die Worte änderten sich erneut. Hast du hinter dich geschaut? Ich drehte mich um, nicht im Spiel, sondern im wirklichen Leben, und mein Herz pochte in meiner Brust. Es war nicht zu sehen. Ich wandte mich wieder dem Bildschirm zu und die Worte hatten sich ohne mein Zutun geändert. Hast du dich gut gefühlt? Ich drückte X und die Worte verschwanden, was mir die Freiheit gab, meine Figur wieder zu bewegen. Ich drehte ihn um und ein durchdringendes Geräusch ertönte. Die Tür war immer noch da, aber sie führte nicht mehr zurück in den Flur. Sie führte in einen anderen Raum. Ich drehte mich wieder um, aber Matt oder was immer es war nicht mehr da. Ich ging in den nächsten Raum und ließ fast den Controller fallen, als ich ihn erkannte. Trotz der niedrigen Texturen und der einfachen Grafik war es Matts Wohnzimmer. Genau sein Wohnzimmer. Ich war nur eine Handvoll Mal persönlich dort gewesen, aber ich erkannte es sofort, als ich es betrat. Die Beleuchtung war schwach und aus dem Fernseher, der das einzige Licht im Raum spendete, kam ein Rauschen. Es gab eine neue Person im Raum, die diesmal auf dem Sofa saß und den Kopf zum Fernseher drehte. Es war meine Mutter. Ich ging auf sie zu und tippte auf X. Deine Mutter schaut mit einem glücklichen Gesichtsausdruck in den Fernseher. Ich drückte erneut auf X und die Worte verschwanden. Ich versuchte es noch einmal, aber das Ergebnis war das gleiche. Stattdessen richtete ich meine Aufmerksamkeit auf den Fernseher und drückte X, als ich nah genug war. Der Fernseher zeigt ein fröhliches Video. Sagten die Worte, aber alles, was ich auf dem Bildschirm sehen konnte, war Rauschen. Es ist ein Video, in dem du als Säugling gebadet wirst. Die Hand deines Vaters bedeckt plötzlich dein Gesicht, drückt dich unter Wasser und hält dich dort fest, während du weinst und dich gegen ihn stemmst. Die Worte verschwanden und ich gewann die Kontrolle zurück, aber der Controller glitt durch meine klammen Hände. Ich holte tief Luft, nahm ihn wieder in die Hand und drückte erneut auf X auf dem Fernseher. Dein verstorbener Kinderkörper schwimmt mit dem Gesicht nach unten im Wasser. Ich drehte mich wieder zu meiner Mutter um, die immer noch auf dem Sofa saß. Ich näherte mich ihr und drückte erneut X. Deine Mutter liebt dieses Video. Sie findet es saukomisch. Die Worte verschwanden vom Bildschirm und aus den Lautsprechern des Fernsehers ertönte eine 16-Bit-Aufnahme des Lachens meiner Mutter, das aber fast wie ein Schrei klang. Ich beugte mich nach vorne und legte meine Hand auf die Einschalttaste der PlayStation. Ich überlegte, ob ich weiterspielen sollte. Vielleicht war das ja ein Scherz. Dann schaute ich wieder auf den Bildschirm und stellte fest, dass der Bildschirm auf eine andere neue Figur gerichtet war. Diesmal war ich es. Berühre nicht das Rad. Die Worte erschienen auf dem Bildschirm, als ich gerade den Einschaltknopf drückte. Die Konsole schaltete sich aus und ich atmete erleichtert auf, bevor ich den Deckel öffnete, die Diskette herausnahm und sie quer durch den Raum schleuderte. Sie schlug gegen die Wand und ein großer Teil brach ab. Ich eilte die Treppe hinauf und kroch ins Bett. Draußen war es noch hell, aber ich war emotional erschöpft und zitterte vor Angst. Es kam mir vor, als läge ich stundenlang da, während mir stille Tränen über das Gesicht liefen, bis ich schließlich irgendwie gnädigerweise einschlief. Mitten in der Nacht wachte ich auf und hatte das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Ich tastete in der Dunkelheit nach meinem Handy und fand es, leuchtete mit dem Licht des Bildschirms durch den Raum und stellte fest, dass ich allein war. Ich lehnte mich zurück und atmete scharf aus, dankbar, dass meine Angst nur das Ende von, nun ja, was auch immer ich früher am Tag erlebt hatte. Dann hörte ich es. Es war dieselbe bizarre Musik. Das Geräusch baute sich auf, erreichte dann ein Crescendo wie das Krachen einer Welle, bevor es in einem knisternden Rauschen unterging. Es kam aus dem Erdgeschoss. Ich rief die Polizei an, aber jedes Mal, wenn die Verbindung hergestellt wurde, hörte ich nur Rauschen. Deshalb rief ich meine Mutter an und musste mir einen Freudenschrei verkneifen, als sie ans Telefon ging. Hallo? Sagte sie und klang fröhlich. Mama,
Ich bin's, Charlie, sagte ich in einem rauen Flüsterton. Ruf die Polizei an. Sie sollen zu mir nach Hause kommen und... Ich habe ein lustiges Video gesehen. Unterbrach sie mich und lachte in sich hinein. Dein Vater hat dich ertränkt. Erinnerst du dich, Schatz? Mama, was machst du? Ich wünschte, er hätte es getan, Schatz, sagte sie in einem sanften, fast versöhnlichen Ton. Er hat dich nie gewollt. Das wollte ich auch nicht. Du hättest... Ich beendete sofort das Gespräch und wählte erneut die Polizei an. Am anderen Ende war nur das gleiche Rauschen zu hören. In meiner Frustration warf ich das Telefon weg. Ich schleuderte es durch die Schlafzimmertür in den Flur, wo es auf dem Boden aufprallte und taumelte, bis es am oberen Ende der Treppe zum Liegen kam. Ich kann euch nicht sagen, wie lange ich brauchte, um den Mut aufzubringen, mich zu bewegen. Es mögen Minuten gewesen sein, aber es fühlte sich viel länger an. Ich würde gerne sagen, dass ich groß und mutig bis zum oberen Ende der Treppe gelaufen bin, aber die Wahrheit ist, dass ich gekrochen bin. Ich kroch so langsam, dass ich mich kaum bewegte, während ich die ganze Zeit die schreckliche Musik hörte, die von unten kam. Ich erreichte mein Telefon und nahm es in die Hand. Dann versuchte ich, eine andere Nummer in meinen Kontakten anzurufen. Irgendjemanden, egal wen. Aber ich bekam nur ein Rauschen und versuchte, ins Internet zu gehen. Aber nichts funktionierte. Ich überlegte gerade, ob ich aus dem Fenster im Obergeschoss klettern sollte, als eine Stimme von unten zu mir rief und mich bis ins Mark erschreckte. Hey Kumpel, bist du da oben? Ich bin's, Onkel Matty. Es war seine Stimme. Unverkennbar seine, aber irgendwas stimmte nicht. Er war nie so munter und er hätte sich ganz sicher nie Onkel Matty genannt. Nicht zu seinen Nichten und Neffen, aber am allerwenigsten zu mir. Kommst du runter, Sportsfreund? Ich habe Lust auf ein Spiel. Ich weiß nicht, warum ich anfing, die Treppe hinunterzugehen oder woher ich den Mut dazu nahm, aber irgendetwas hatte mich zu diesem Zeitpunkt ergriffen. Es war ein Zwang, dem ich nicht widerstehen konnte. Mein Herz schlug so heftig und schnell in meiner Brust, dass ich kaum noch atmen konnte. Wenige Sekunden später erreichte ich das untere Ende der Treppe und ging ein paar Schritte ins Wohnzimmer. Ich war allein, aber der Fernseher war an. Der Bildschirm war schwarz, sodass das Leuchten dunkel war, aber er war definitiv an und die PlayStation war es auch. Die Disc war nicht mehr da, wo ich sie hingelegt hatte, aber das große Stück, das abgebrochen war, war noch da. Ich bückte mich, um sie aufzuheben, als das verzerrte 16-Bit-Lachen meiner Mutter wieder aus dem Fernseher kam, mich zusammenzucken ließ und mich zwang, mich kerzengerade hinzustellen. Meine Kampf- oder Fluchtreaktion war auf Hochtouren und ich zitterte vor Adrenalin oder vielleicht vor Angst. Wahrscheinlich beides. Auf dem Bildschirm erschienen die ersten Worte. Dies ist mein größtes Werk. Ich habe mein Herz, mein Blut, meine Seele in diese Arbeit gesteckt. Sie gaben mir 4 Tage, sagten sie. Das ist es also, was du bekommst. Verabschiede dich von Menschen, die du liebst. 4 Tage. Die Musik erreichte wieder dasselbe wellenschlagende Crescendo, nur dass sie diesmal keine Gelegenheit hatte, in ein Rauschen auszuklingen. Sie endete genauso plötzlich wie zuvor, nur dieses Mal aus einem anderen Grund. Ich blinzelte gegen das Sonnenlicht, das durch die Lamellen meiner Jalousien schien, und setzte mich müde im Bett auf. Mein Telefon lag neben mir. In der Nacht zuvor waren keine Anrufe getätigt worden. Ich warf die Bettdecke weg und eilte nach unten, wo ich die zerbrochene Scheibe genau dort fand, wo sie am Vortag hingefallen war. Ich duschte, zog mich an und beschloss, dass ich aus dem Haus gehen musste. Was auch immer am Tag zuvor geschehen war, was auch immer ich gesehen hatte, ich wusste nicht, wie viel davon real und wie viel davon eingebildet war. Hatte mein Kummer meine Wahrnehmung wirklich so sehr verzerrt, dass ich nicht einmal mehr zwischen Fantasie und Realität unterscheiden konnte? Ich beschloss, dass ich die Antwort auf diese Frage nicht wirklich wissen wollte. Ich wollte nicht wissen, was ich auf dieser Disc gesehen hatte. Vielleicht war da gar nichts. Vielleicht hatte ich nur Knöpfe auf einem schwarzen Bildschirm gedrückt. Ich wollte nicht mehr darüber nachdenken, also zog ich meinen Mantel an und ging zur Tür.
Meine Hand war kaum einen Zentimeter von der Klinke entfernt, als mein Handy surrte und eine SMS ankam. Sofort schaute ich auf den Bildschirm und mir wurde wieder kalt ums Herz. Es war eine einzelne Nachricht von Matt. Nicht vergessen. 4 Tage, Kumpel.